Und ein herzliches Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess in HD auf der Wii U. Ich bin von Nür, Gamebessers Hobby, und zusammen werden wir hier diesen Wasserschrein schon bald fertig haben, denke ich doch mal. Zumindest werde ich es versuchen. So, hier müssen wir rein. Da verstecken sich schon wieder so welche in der Blubberblase. Oh, Pfeile, sehr schön. So, da können wir klettern. Platsch. Oh, hier gibt's Piranha-Fische. Habe ich da halt schon gesehen, dass da Piranha-Fische drin schwimmen? Nein, ihr kriegt mich nicht. Hier ist der Weg so ein bisschen kaputt. Wie auch immer das passiert ist. Und wie in dem einen Raum, der so ähnlich aussieht, immer die Gegner platt machen. Und hier haben wir schon wieder eine kleine Truhe zuerst. Und schon wieder, was eine große Überraschung, Wasserbomben. So, wir gehen erstmal hier hoch. Und machen das da. Es werde flüssig. Und dann machen wir das da. Das müssen wir in einem anderen Raum auch nochmal machen. Da gibt es nämlich auch nochmal so eine Truhe. Der Kompass. Was ist denn in der anderen Truhe drin? Vielleicht ein Herzteil. Für diese Mühe, dass man noch, doch nochmal nach zurückgegangen ist. Nur um diese Truhe zu öffnen. Hui. Tja, hier drin muss ich jetzt aufpassen. Da schwimmen Piranha-Fischchen. Kann ich die mit dem Enterhaken kaputt machen? Okay. Es dauert mir allerdings zu lang. Aber das macht Schaden. Okay. Jetzt werden meine Füße abgeknabbert. Na, kletter doch hoch. So. Damit hätten wir das auch. Da sind wir hergekommen. Gehen wir hier lang. Hier gibt es einen Haufen Türen und Dings. Truhen. Huch. So etwas schon wieder. Na, ist eine schöne Truhe, ja. Die wollen wir natürlich haben. Aua. Da nervt. Aber zuallererst er hier. Und dann das komische Ding, aber das ist noch weit genug weg. Die elektrische Qualle.
Oh yeah, 20 Rubine. Dafür lohnt es sich, sein Leben zu riskieren. Okay, jetzt müssen wir wieder hier durch. Genau, an den Raum erinnern wir uns. Der dreht sich jetzt an. Und neue Gegner. Wir müssen eigentlich nur da auf die andere Seite. Aber die werden uns natürlich angreifen. Und tschüss. Sehr schön. Ach, hier war da auch noch eine Truhe. Genau. Und sehe gerade, wir sind falsch ausgestiegen. Ah, oder auch nicht. Aha. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Master Key. Den Key of Master. Tada! Von der anderen Seite kam das Wasser. Genau, da müssen wir jetzt hin. Ich möchte ja noch wissen, was da in der Truhe drin ist. Die darf natürlich nicht fehlen. Ist jetzt natürlich wieder zeitaufwendig, ne? Aber wie gesagt, das will ich aber auch noch haben. Ich laufe jetzt zwar nicht mehr rum, um hier über durch die Gegend zu gucken, um euch alles zu zeigen oder sowas, aber ich will natürlich trotzdem noch so gut wie möglich alles Mögliche finden. Was heißt finden? Einsammeln. Wenn ich schon was gefunden habe, dann will ich es auch haben. So, jetzt müssen wir nur wieder da hoch. Was natürlich ein bisschen anstrengend sein wird. Außer wir versuchen hier hochzurennen. Womit wir leider aufpassen müssen, nicht, dass wir da wieder runterfallen und wieder den ganzen Weg vor uns haben. Scheiße. Nein, ich hab doch gedrückt. Oh. Na, das ist natürlich ärgerlich. Ich kann ja durchaus so den ganzen Weg hochlaufen, aber dann sind wir morgen noch da, hier unterwegs. Auch wenn ich da mittendrin dann eigentlich hier mal den Enterhaken benutzen kann. Und dann sind wir hier so erstmal doch schneller. Nein! Oh, das Vieh hat mich jetzt abgelenkt. Ich glaube, den Teil muss ich bearbeiten. Das mache ich dann auch.
Da kriegt man doch das Kotzen, ne. Da ist man fast oben und dann haut einen so ein Ding, scheiß Ding darunter. So, geht doch. Wir sind oben. Juhu. Oh Mann, was eine Geburt. So, was haben wir denn da jetzt drin? Wehe, da ist jetzt nicht wenigstens ein Herzteil drin. Ein Stempel. Unfassbar. Wegen einem bescheuerten Scheißstempel. Mach ich mir diese Mühe. Also das ist ja jetzt echt ärgerlich, dass ich wegen so einem Schrott mir diese Mühe machen muss. Diese Stempel bringen einen ja kein bisschen weiter, weißt du? Die sind total unnütz. Aber Herzteile sind eben nicht unnütz, deswegen wollte ich jetzt unbedingt diese Truhe haben, falls nämlich ein Herzteil drin ist. Das weiß ich leider nicht auswendig, wo die überall versteckt sind, das ist ja das Blöde. Ja, aber auch zu viel, wenn man das alles sich auswendig lernen lassen kann. Wenn man sich das alles merken kann, so rum. Oh, dieses Ding. Beziehungsweise diese Dinger. Die gehen einem wirklich auf den Nerv. Komme ich denn da oben eigentlich schon dran? Tatsächlich. Hier ist aber ein Herz da drin, das weiß ich. Yay, noch zwei Stück. Und meine Herzen sind wieder voll, auch schön. Okay, wo gehen wir eigentlich jetzt als nächstes hin? Überall diese scheiß Viecher. So, wir gucken mal auf die Dungeon-Karte. Wo müssen wir hin? Ah, okay, wir sind schon mal genau richtig. Da gibt es eine Truhe, die wir noch brauchen. Da gibt es auch noch eine Truhe, die wir brauchen. Da ist ja ein Boss. Da hinten ist auch noch eine Truhe, die wir brauchen. Das heißt, auf die andere Seite müssen wir da auch noch einmal. Dort oben haben wir eine Truhe übersehen, aber ich nehme an, das ist nur eine kleine Truhe.
Okay, das war's dann eigentlich. Gut, dann gehen wir hier jetzt erstmal entlang. Und dann haben wir es ja eigentlich schon mit dem Wasserschrein. Seeschrein, Entschuldigung. Das ist aber auch eine sehr blöde Situation hier. Zumindest eine heikle Situation. Hier kann schon mal passieren, dass man runterhüpft. Man müsste eigentlich erstmal hier die ganzen Fledermäuse kaputt machen. Allerdings ist es jetzt auch schon wieder zeitaufwendig, ne? Was ist eigentlich mit euch, wenn ihr hier mir zuguckt? Habt ihr da Popcorn mit dabei oder? So Art Popcorn-Kino? Oder guckt ihr einfach so einfach mit zu? Ohne irgendetwas dabei. Nichts Besonderes zum Trinken, nichts Besonderes zu essen. Ah, hier sind wir. Okay. Das würde mich mal interessieren, wie ihr euch... ja, die Zeit nimmt und hier meine Videos anschaut. So, da ist nichts. Da ist so ein Ochse. Da geht's auf jeden Fall weiter. Und da nicht. Okay. Dann gehen wir doch mal hier lang. Ich will eigentlich nach oben. Hallo. Ha. Okay, ich hatte gedacht, hier wäre was. Okay, da unten müssen wir auf jeden Fall hin. Mit den Wasserbomben. Und auf die andere Seite gehen wir auch nochmal. Was haben wir hier? Nichts Besonderes, denke ich jedenfalls. Aber falls hier was ist, nehmen wir mal die leere Flasche. Okay. Hätte sein können, dass eine Fee drin ist. Okay, bisschen Disco-Party. Yeah, Baby. Und weiter geht's. So, wo geht's denn hier hin? Okay, nichts Besonderes. Da hat er mich doch voll eingekesselt hier. Eins weiter oben drüber. Okay. Genau wie die Bombenkäfer gibt es auch Bombenfische. Die sind echt bombig. Schön. Ein Herz schon wieder verloren. So, hier haben wir ein Trüschchen. Was haben wir da drin?
Wasserbomben. Mensch, Wunder. Ein Wunderwerk der Natur, diese Wasserbomben. So, nachdem wir so verzweifelte Aktionen hatten, diese eine, ich sag jetzt mal, Wasserrutsche hochzukommen, ist natürlich einiges an Zeit dran gegangen, aber ich hab's jetzt natürlich auch vorgespult. Aber an sich ist jetzt leider auch nicht so allzu viel passiert. Aber wir stehen eigentlich kurz davor, den Seeschrein zu vollenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil dabei, wenn es eventuell soweit ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es dann sehen. Ich hoffe, ihr dann auch. Und wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen oben da lassen und ein Abo. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann verpasst ihr auch nicht, wie es weitergeht. Beziehungsweise, wenn ihr einfach nicht verpassen wollt, wie ich das weiterspiele. Und dann hoffe ich, sehen wir uns dann beim nächsten Teil oder auch bei einem anderen Let's Play. Auf jeden Fall war das hier The Legend of Zelda Twilight Princess in HD auf der Wii U mit mir von Lyria Gameplays als Hobby. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und besucht mich auch auf Facebook. Da werde ich immer hin und wieder mal, also nicht regelmäßig, aber hin und wieder Informationen abgeben. Falls ich mal nicht mehr zum Aufnehmen komme oder sowas, erfahrt ihr da natürlich Näheres. Passiert bei mir leider hin und wieder. Falls wer meine Kanalinfo-Seite gelesen hat, der weiß natürlich Bescheid. Okay, ich schweife ab. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Auf Wiedersehen und tschüss.